Vor ungefähr einem Jahr gab es ein Video, wo wir auf VDSES reagiert haben und wir haben kleine Kinder da in dem Video gehatet. Wird uns zumindest angeblich gesagt, das Ganze ist eigentlich gar nicht so. Und das wird uns mittlerweile fast über ein Jahr vorgeworfen. Alles andere erfahrt ihr heute in diesem neuen Video. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir, wie gesagt, einmal ein Statement machen über unsere VDSES-Reaktion. Es ist halt wirklich so, es gab halt wirklich dieses Missverständnis, wir haben sie halt nie gehatet. Das werden wir euch heute echt mal erzählen. Und wirklich zeigen anhand des Videos nochmal, warum das Ganze nicht der Fall war. Heute im Video endlich mal wieder der Sascha dabei, würde ich sagen. Ist echt mega, mega lang her. Und ja. Generell ist es wirklich auch sehr lang her, dass hier ein Video auf diesem Kanal kam. Muss ich ganz ehrlich sein. Ein Grund dafür war, dass wir zusammen einen neuen YouTube-Kanal erstellt haben, ne? Ja, tatsächlich. Genau, wir machen jetzt zusammen einen YouTube-Kanal über das Thema Deutschrap, generell Musik. Aber auch Leute, die gar nicht so in dem Bereich Videos schauen, für die könnte das auch interessant sein. Deswegen checkt gerne mal diesen Kanal ab. Da gibt es jetzt regelmäßig neue Videos von uns. Unser neues Video ist auch gerade parallel dazu online gekommen. Das findet ihr hier oben im i. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit unserem Video zu VDSES. Es geht um dieses Video hier. Das nennt sich Kleine Jungs haben meinen Song geklaut von meinem Kanal von vor über einem Jahr. Man muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich dieses Video gar nicht mal so krass clickbait-mäßig finde, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber wir haben eine riesengroße Aufmerksamkeit mit dem Video bekommen, was wir am Anfang nicht gedacht hätten. Und das war ein Video, damit ihr den Titel so ein bisschen versteht, das war ein Video, wo wir über unseren Fun-Track geredet hatten. Das war hier der Song Bitte Hatet Mich. Das war unser eigener Fun-Track, so ein Spaß-Song. Und da hatten wir halt einen Beat benutzt, den wir gekauft hatten. Und in dem Video haben wir auf verschiedene Leute reagiert. Also zum Beispiel hier auf den Dude haben wir zum Beispiel reagiert. Der hat mit demselben Beat auch einen eigenen Song gemacht. Oder zum Beispiel, wer war hier noch dabei? Die waren noch dabei, die Jungs. Die hatten auch einen Song gemacht. Beste Leben. Und so weiter. Und am Ende haben wir halt auch noch auf den Song von VDSES reagiert. Die haben halt, ja, genauso wie die anderen auch und wie wir denselben Beat benutzt. Deswegen kam der Titel zustande. Natürlich ist der Song nicht geklaut. Also es war schon ein bisschen reißerisch gewählt, der Titel. Aber generell, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es ging. Wir haben auch sehr viele Kommentare diesbezüglich wirklich bekommen, wie alt diese Kids sind. Ich glaube, dass die Community von denen tatsächlich gar nicht selber so das Alter wissen. Das ist auch keine Lass uns mal kurz in die Kommentare, so. Lass mal kurz da reinschauen. Genau, hier zum Beispiel, Dustin ist 14 und Arthur 12. Okay. Hat jemand geschrieben? Was haben die geantwortet? Ja, okay. Hier waren sich die Leute schon wieder nicht einig. Hier hat jemand was anderes gesagt. Hier auch wieder was anderes. Ne, also generell irgendwie wissen sie selber nicht so ganz, wie alt die Leute sind. Ist ja auch nicht schlimm. Generell waren da einige Kommentare auf jeden Fall unter dem Video, wo immer ein anderes Alter stand. Wenn ihr wisst, wie alt die sind, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Aber Leute, schreibt tatsächlich das richtige Alter rein, weil das würde uns wirklich mal interessieren. Weil ich fand den Rap von den Jungs echt stark. Wirklich jetzt. Ich muss sagen, ich fand es auch stark. Und wie gesagt, wir zeigen euch das gleich auch, dass wir es auch damals gesagt haben. Wir haben sie nicht gehatet. Junge, die haben 300.000 Abos und du kommst mit 4.100. Seid ihr lost? Da muss ich wieder sagen, okay, warum haben die Abos irgendwie damit zu tun, wie gut etwas ist? Keine Ahnung. Nee, sowas verstehe ich auch nicht. Man muss ehrlich sein, dass ihr euch schämen könnt. VDSES ist das Beste, okay? Also echt mal, ich finde es scheiße von euch, dass ihr lacht über andere, die mehr erreicht haben als ihr. Und dass ihr sagt, dass eure Mutter oder so besser singt. Okay. Erstmal dieser Kommentar, ich kann das irgendwo verstehen. Man muss auch tatsächlich dazu sagen, dass der Anfang echt sehr reißerisch gewählt ist von Josh. Das stimmt. Such vielleicht mal Dustin und Arthur, Nein. heißen die, ja? Und such mal, vielleicht gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Das interessiert mich jetzt wirklich mal, wie alt die sind. Da müsste doch irgendwo was stehen, wie alt die sind. Wir schauen gerade schon auf Wikipedia, Leute, wie alt die sind. Seither waren mehr als 8000 Kinder und Jugendliche an Videodrehs, Workshops, Auftritten und Studioaufnahmen beteiligt. 8000 Kinder sind das? Ich dachte ja am Anfang echt, das wären nur die beiden, ne? Aber da haben uns auch ganz viele geschrieben, dass es irgendwie nur so ein Teil von denen ist. 8000 Kinder und Jugendliche. Krass. Aber hier steht auch nicht, wie alt die sind. Keine Ahnung. Du hast so wenig Abonnenten und redest über andere. Da haben wir dasselbe Thema wie eben. Konstruktive Kritik ist nicht euer Ding. Werdet erwachsen und fühlt euch nicht, als hättet ihr das Musikbusiness durchgespielt. What the fuck, Alter? Also erstens haben wir nicht gehatet und zweitens haben wir nicht mal unseren Song ernst gemeint. Wenn ihr euch den Song anhört, wir singen darüber, dass wir Autotune benutzen und
nicht mal mit Autotune gut klingen. Aber mit Autotune klingen wir auch nicht gut. Ey, ey, ey. Also sowas zum Beispiel. Allein daran merkt man schon, dass der Song auf keinen Fall ernst gemeint war. Das ist lästern. Ich glaube nicht, dass ihr die Eier dazu habt, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Na, immerhin hat VDSES mehr Abos als ihr. Ich verstehe diese Leute tatsächlich nicht, die immer kommentieren, yo, es hat was mit der Reichweite zu tun. Was hat das mit der Reichweite zu weiß tun? Ich so gar nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier zum Beispiel noch einer kommentiert, hör auf, die VDSES Army zu haten. Und so geht es immer weiter. Also hier haben wirklich sehr, sehr viele gesagt, dass wir die Jungs hier gehatet haben. Wie gesagt, haben wir jetzt ganz oft gesagt. Und wir werden euch jetzt mal zeigen, warum das nicht der Fall ist. Und auch, was das große Missverständnis daran war, was vielleicht auch selber unser eigener Fehler ist, muss ich sagen. Wir schauen uns einmal ganz kurz den Anfang von dem Video an. Das muss ein Dislike kriegen. Hast du das irgendwie mit so einem Toaster auf oder so? Nee, da kann sogar meine Mutter besser singen. Yo! So, und dann geht das Video los. Das war so eine Preview quasi, ne? Man muss tatsächlich dazu sagen, das sind ganz viele Ausschnitte. Aus jeder Sache, die ich da in dem Video gesagt habe, die habe ich zu anderen Leuten tatsächlich gesagt, dass ich das so schlecht finde. Aber es war nicht mal an die Kinder gerichtet, das muss man sagen. Das sind halt mehrere Schnipse aneinander geschnitten und dann kam dieses Missverständnis zustande. Ja, das stimmt, genau. Also es war nämlich so, dass wir auf noch ganz viele andere Songs reagiert hatten und es war ein bisschen blöd hier am Anfang geschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht ein bisschen mies gemacht. Also man sieht am Anfang halt hier diesen Ausschnitt, ne, von dem Song, wie wir darauf reagieren. Und danach, jetzt müsst ihr wissen, jetzt kommt ein Cut und jetzt sind das Meinungen zu anderen Songs. Also das war gar nicht zu dem Song von VDSES, nämlich zu den anderen, wo er halt solche Sachen gesagt hat. Hast du das irgendwie mit so einem Toaster auf oder so? Nee, da kann sogar meine Mutter besser singen. Ich muss sagen, das war natürlich auch nicht so ganz nett, dass du das zum Beispiel hier zu ihm oder so gesagt hast, dass du so sagst, ja, was hast du gesagt? Weiß das gar nicht mehr, was habe ich da gesagt? Irgendwie, ist es wie ein Toaster aufgenommen oder so? Man muss ganz ehrlich sein, dieses ganze Video, und dass ich auch so Sachen gesagt habe, boah, es ist wie eine Toaster aufgenommen, meine Mutter kann besser singen oder weiß ich nicht was. Das dient zur Unterhaltung, Leute. Es dient zur Unterhaltung. Und man muss dazu sagen, dass ich jeden Song auf eine Art und Weise gefeiert habe tatsächlich. Jeder Song hatte irgendwas Besonderes an sich. Und ich fand das auch wirklich interessant, wie kreativ manche Leute wirklich waren. Ja, muss ich auch sagen. Also da waren sehr, sehr viele verschiedene Songs in dem Video mit demselben Beat. Und jeder hat was Eigenes daraus gemacht. Also jeder hat andere Melodien benutzt, andere Flows benutzt, anderen Text und so natürlich benutzt. Da finde ja, genau, ich, da sieht genau. Man mal wieder, wie unterschiedlich man an einen Song rangehen kann. Ne? Also zum Beispiel, unser Song ist auch ganz anders als jetzt von VDSES oder als von ihm hier oder als von denen hier oder so. Das sind halt, klar, alle mit demselben Beat, aber alle auf der eigene Art und Weise halt anders. Und das finde ich irgendwie krass, dass man so verschiedener dran gehen kann. Genau, und das fand ich halt total interessant. Das sehe ich auch immer wieder bei Deutschrap-Songs, wo dann irgendwie so ein Sample benutzt wird oder vielleicht auch so ein ähnlicher Beat, den halt schon mal wer anders benutzt hat, egal ob international oder national. Und da wird auch ganz oft dann gesagt, das ist geklaut. Es ist aber nicht geklaut. Und auch der Titel ist ja auch mit einem Fragezeichen und so. Und natürlich, es ist Clickbait gewesen, aber letztendlich kann ich sagen, nein, der Song ist natürlich nicht geklaut. Das ist einfach nur derselbe Beat und natürlich was ganz, ganz anderes. Ne? Also das sehe ich auch immer, immer wieder. Genau. Genau, also wie gesagt, diese Aussagen hier. Oder so? Nee, da kann sogar meine Mutter besser singen. Sowas zum Beispiel, das war von anderen Reaktionen. Wir werden jetzt mal reinschauen ans Ende, wo wir auf VDSES reagiert haben, was wir eigentlich zu denen gesagt haben. Ich spiele es einfach mal ab und dann werdet ihr sehen, ja, was wir gesagt haben. Aber ich muss lachen. Das okay. Ja, jetzt kommen wir zurück. Da muss man ganz kurz sagen, da haben wir wirklich ein bisschen gelacht, was aber jetzt ja nicht ein Auslachen oder so war. Es war einfach kein Auslachen, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Es war einfach nur, dass ich es einfach nur feier mit ihren Kleidung und einfach, wie sie sich da so fühlen einfach. Und das finde ich einfach sympathisch einfach irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, es ist ein bisschen lustig, wenn sich so kleine Kinder so anziehen, als ob sie, ne, als ob sie so, so erwachsen werden oder so rumlaufen, so ja, hier mit Gangster-Sonnenbrille und so. Ist natürlich schon ein bisschen lustig, aber es ist gar nichts Böses so gemeint gewesen. Ne? Aber ist halt schon lustig, wie das Ganze so in dem Video gemacht wurde. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ernst gemeint war jetzt. Ich glaube, das war auch eher so ein bisschen aus Spaß gemeint. Das Ganze. Ja, genau. Weiter geht's. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Und du denkst, es ist ein Fake und ich mach die Augen auf, das ist die Realität.
kannst doch nicht ernst nehmen. Das kann man nicht ernst nehmen. Aber es ist ja auch nicht ernst gemeint. Also niemals ist es ernst. Nein, nein. Niemals. Aber trotzdem stark gerappt, Kids. Zum Beispiel hier. Guck, stark gerappt. Ja, haben wir es doch hier gesagt. Cool gerappt, Kids. Und da stehe ich heute noch zu, dass ich das gesagt habe. Ich finde das einfach cool, was sie mit ihren jungen Jahren schon für Techniken drauf haben. Das finde ich einfach nur bewundernswert. Muss ich auch sagen. Also, ja, wir wissen ja immer noch nicht, wie alt sie sind, aber irgendwas zwischen 11 und 14 habe ich, glaube ich, meistens hier gelesen. Ich muss sagen, für dieses Alter ist es wirklich stark, was sie da gemacht haben. Also, das ist für mich kein Hate, wenn wir sagen, stark gerappt. Das ist für mich kein Hate. Also, das ist was ganz anderes. Aber vielleicht ist das Tatsache Hate im Jahr 2020, 2021. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu alt für dieses YouTube-Game. Ich glaube, viele haben einfach echt nur den Anfang gesehen und haben dann direkt kommentiert. Ist ja auch verständlich. Ja, genau. Wie gesagt, es war ein bisschen mies gemacht, der Anfang. Deine Freundin schreibt auf Instagram, sie würde gerne chatten, doch ich habe keine. Aber Produktion ist gut. Produktion ist wirklich gut. Ton klingt gut und ich finde das Video auch gar nicht so scheiße, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Zeit für Deppen, die auch gerne doch. Zum Beispiel, es war auch wieder nichts Negatives. Ich fahre mich in Rauch auf Flüsse, so wie Zigaretten. Ja, was meinst du, wie alt die sind? Sechs? Nein. Sechs, Alter, das war aber auch echt so ein bisschen. Da ist wirklich diesen Sechs. Na, ich weiß nicht. Du fragst mich eine Frage. Boah, wie alt sind die denn? Und ich so. Aber man kann es, ich kann sowas auch gar nicht einschätzen. Ne? So Alter, ich hatte ja auch mal so ein Video gemacht, Alter erraten. Ich kann sowas nicht, Alter. Aber im Allgemeinen kannst du das in der heutigen Zeit total schlecht abschätzen, wie alt jemand ist. Ja. Das wird immer schwieriger. Auch bei jungen Männern, so wie wir, oder jungen Frauen kannst du das so schlecht abschätzen. Ich muss sagen, bei jungen Frauen oder Mädchen generell. Also gerade da finde ich. Oh, das stimmt. So, was Schminke alles ausmachen kann, also, ne? Das ist schon krass, wie alt manche Mädchen mittlerweile aussehen, die eigentlich viel, viel jünger sind. Oder auch anders, und gestern natürlich auch. Ja. Abgesehen davon, ich bin wirklich total kacke in Alter erraten. So. Er sagt, ich feiere das mega. Also, wer da sagt, das ist Hate, wer sagt, das ist Hate? Doch. Also, nein. Voll stark, ich finde das mega. VD, SES, schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr das seht, wie alt ihr seid. Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Was geht ab? Okay. Ich würde sagen, das reicht dann. Ja, das war eigentlich schon die Reaktion. Ihr habt gesehen, dass wir wirklich die Kinder tatsächlich gefeiert haben und dass wir sie auch mehrmals Props für das gegeben haben, was sie mit ihrem Alter schon gemacht haben. Von daher, ich stehe immer noch zu der gleichen Meinung. Und man hat ja auch bei uns beiden gerade gesehen, wie oft wir diesen Kopfnicker hatten. Ja. Wir haben es tatsächlich gefeiert. Ja, ich muss generell sagen, also es ist echt kein schlechter Song. Klar, man muss auch ganz ehrlich sein, wir würden uns sowas privat jetzt nicht anhören. Also das ist jetzt nicht das, was wir uns privat anhören. Wir haben auch nie gesagt, was ja auch ganz viele sagen, dass wir unseren Song irgendwie besser finden oder so. Also auf keinen Fall. Ich hoffe, es ist jetzt das rübergekommen, was wir mit diesem Video ja sagen wollten. Und wir wollten euch, wie gesagt, einfach mal zeigen, wie denn eigentlich die Realität aussieht. Und wir gestehen uns auch unsere Fehler ein. Also das mit dem Anfang war halt wirklich nicht so korrekt gemacht. Also das war wirklich ein Fehler und daraus lernen wir natürlich. Wenn euch allgemein für das ganze Thema Deutschrap interessiert oder allgemein Thema Reaction, aber andere Reaction interessiert, dann geht einfach mal auf unserem Kanal rüber, spontan brattern, lasst gerne ein Abo da. Zu unserem Kanal kommt ihr hier oder auch hier direkt oben zu dem neuen Video auf unserem Kanal. Das ist jetzt gerade online gekommen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann ja direkt einfach da auf dem anderen Kanal oder auch wieder hier, wenn es wieder heißt, yo ho!